Ziganelli ist wieder fit. Der geht's wieder ganz gut. Ne? Kleine Motte. Und die kommt heute zu ihren Kumpels zurück. Schon ein bisschen aufgeregt. War jetzt über eine Woche in Therapie, in ihrem kleinen Therapieraum. Und heute geht's zurück. Es muss zwingend auf der Welt Gnadenhöfe geben, das ist total wichtig, weil wir brauchen Plätze auf der Welt und Orte, an denen Tiere sich keine Sorgen machen brauchen, Orte, an denen sie nicht geschlachtet werden, an denen sie keine Leistung bringen müssen, wo es völlig egal ist, was sie machen oder tun, an denen sie einfach so sein können. Und wenn wir diese Orte nicht haben, dann haben wir als Gesellschaft versagt. Im Grunde ist der Fall ja relativ klar. Wir müssen uns einfach viel, viel stärker, also wir als Menschen, in die biologischen und natürlichen Kreisläufe einordnen und vielleicht auch einfach mal unterordnen, also der Natur unterordnen. Denn wenn wir ständig weiter so tun, als ob wir die Krönung der Schöpfung wären und glauben, wir können alles über jedes Lebewesen bestimmen, dann werden wir irgendwann gemeinsam untergehen. Und es ist sicherlich kein Fehler, wenn wir ab und zu mit ein bisschen Demut an die ganze Sache rangehen und vielleicht anerkennen, dass wir auch nur ein Teil des Ganzen sind und uns auch dementsprechend verhalten. Und wenn ihr das so ähnlich seht oder genauso, dann wäre das super nett, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das geht da. Oder das nächste Video schaut. Das geht da. Oder ihr schreibt was unter diesem Film oder ihr liked den Film. Wir wollen unbedingt den YouTube-Kanal ein bisschen pushen, weil es ist so, ab 1000 Abonnenten können wir so ein bisschen Geld verdienen mit YouTube. Und da wollen wir unbedingt hin, weil dann würde nämlich YouTube Geld in unseren Gnadenhof stecken. Genau das wollen wir erreichen. Und wenn ihr uns dabei unterstützen könntet, wäre das echt der Hammer. Dankeschön.